Ja, hi Freunde, hier ist wieder euer Waffenwächen. Wir sind wieder bei einer neuen Runde Robokräften und Freunde, ich habe lange nach einem neuen vernünftigen Pod geschaut, dann ist mir der hier in die Augen gefallen. Den will ich natürlich mieten, ne? Es ist ein SMG, ich habe ja in der letzten Runde gesagt, ich will ein SMG machen, allerdings bin ich noch ein bisschen müde und meine Augen sind noch wie Zwieback. Ja, wir nehmen den auf jeden Fall, ich finde den ganz cool und wir gehen den erstmal mieten. Der hat hier eine verdammt coole Bewertung sogar, Freunde, und mit dem werden wir eine ganze Menge Spaß haben. Haben wir ihn jetzt gemietet? Hier ist er. Okay. Wundervoll. Leute, ich weiß gar nicht, welches Tier wir sind. Oder was weiß ich. Hier gibt es ja keine Tiers mehr, was ich ziemlich scheiße finde. Aber wir gehen auf jeden Fall erstmal in ein Battle. Und wir können nur in ein Team-Deathmatch gehen. Okay. Leute, dann wird es heute eine Team-Deathmatch-Runde. Wieder mal. Wurde sich ja öfters mal gewünscht, dass ich mehr Team-Deathmatch spiele. Und wir spielen die letzte Zeit immer nur Spitzer Down. Okay. Nächstes und trotzdem, Leute, wir geben natürlich unser Bestes. Und wir haben einen Medic. Die Gegner haben auch einen Medic. Zwei Rails. Drei Plasma. Vier Plasma. Dafür haben wir vier SMGs. Leute, ein Transformer! Minecraft! Lauter Trollbots hier. Ich könnte mir vorstellen, dass der hier ziemlich schnell umfallen wird. Okay, Leute, das mit dem Transformer finde ich eine coole Idee. Das lässt ja so aufs kommende Update hier hoffen. Und ich hoffe auch, dass das Update... Also ich freue mich wirklich auf diese Füße. Und ich hoffe, dass es wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle. Blub, blub, blub. Oh Leute, der hat sogar... ein ziemlich starkes oder krasses Handling. Wir sollten uns allerdings... Leute, wir sind ein Team-Deathmatch! Wir sind Team-Deathmatch! Wir sind nicht in den... Ich wollte hier schon nach den Flags suchen. Nein! Brennt! Geh weg! SMG Tank spotted. Plasma Hover spotted. Immer schön ruhig. Oh, dezent schießen. Sehr schön. Hey, 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 hey. Au! Sehr schön. Wir sind wieder bei 100 HP. Ich könnte mir vorstellen. Ich weiß gar nicht, mit was für Wummen wir hier schießen. Ob die hier effektiv genug sind. Ich brauche. Oh, Rail, 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 Rail. Medic? Dankeschön. Oh Freunde, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Der Medic ist fast down. Leute, wir müssen die Rail hier oben kriegen. Wir haben schon zwei, dreimal getroffen. Meine Flyer machen den Rest sehr, sehr schön. Flieg, kleiner Fischi, flieg! Und schieß! Und jetzt volles Brotattacke, Freunde. Wow, Leute, der ist echt krass vom Handling. Yes, sehr schön, Freunde, sehr, sehr schön. Wo haben wir denn hier noch Gegner? Hier hinter uns muss was sein. Der fliegt hier runter. Vielleicht können wir den abgreifen. Ich meine, es ist ja schon eine Blamage, hier von einem Medic oder so oder von einem Nano gekillt zu werden. Aber dann noch von einem Fisch dazu. Das wäre natürlich OP. Nein, er ist weg! Wo ist denn der hier hinten. Ich hätte ihn nicht spotten sollen. Leute, den hole ich mir. Ich hoffe, ich falle hier nicht in die Mulde rein. Leute, ist die Rail. Ey, Fischi! Nein! Komm vor! Ach, komm schon! Jetzt habe ich so lange gewartet, bis sie hier rauskommen. Ah, hier unten ist der letzte. Okay, das war's schon wieder. Freunde, ich finde den Fischi cool. Ich habe sogar drei Assists damit gemacht und bin nicht mal verreckt dabei. Bloß, was spielen wir denn jetzt? Wir könnten vielleicht noch... mit was können wir denn noch ein Team-Deathmatch drücken?
vielleicht mit meinem anderen Bot. Leute, den habe ich nur so zur Probe, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, als Probe in den Shop eingestellt. Wir nehmen den, wisst ihr was, wir geben den einfach 5 von 5. Weil er so witzig aussieht. Leute, ich habe den Bot hier, nee, nicht den, den, habe ich in den Robo-Shop gestellt. In der Hoffnung, dass ich nicht meinen großen Bot verkaufe aus Versehen. Und der wurde sehr, sehr oft gemietet, dieser hier. Und ja, ich habe mich, es war eigentlich ja nur ein Test, aber mit dem werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal in eine Battle wagen. Oder in eine Battle schleichen, hoffe ich mal. Und ich hoffe, dass die Respawn, oder die Ladezeiten nicht mehr so lang sind. Ansonsten werden wir hier nämlich einen kurzen Cut machen und dann einfach wieder reincutten, wenn es wieder losgeht. Aber es ist schon vorbei. Okay, es ist exakt ausgeglichen. Irgendeiner hat keine Waffen drauf. Von den Gegnern. Von uns hat jeder Waffen drauf. Ich hoffe, dass ich an den treffen werde. Was haben wir denn überhaupt? Haben wir Räder? Oder haben wir Ketten? Ach du Kacke! Freunde, was ist das? Ach du Kacke, Freunde. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind hier Tier 1 oder Tier 2 und das sind ja mehr solche Troll-Roboter. Ich hoffe, dass die Gegner hier genau solche Roboter haben, denn sonst könnte es ein bisschen schwer werden. Aber er ist schnell, er ist sehr, sehr schnell. Ich glaube, ich war gar nicht so angetan vor dem Ding. Es gibt, glaube ich, noch keine Flyer in dem Tier. Oh! Oh! Fahrwerk! Leute, ist so schwer, den in der... Oh, scheiße, in der Spur zu halten. Von wo kam der denn jetzt? Von links oder von rechts? Leute, ich verstehe das sowieso nicht. Ich meine, man probiert immer zu überleben. Ja, aber ich sag mal, was für einen Sinn hat es wegzufahren? Oh, scheiße, bei uns wird gecaptured. Was hat es für einen Sinn... Ey! Was hat es für einen Sinn wegzufahren, wenn ihr sowieso keine Kanonen mehr habt und ihr habt sowieso keine Medic? Ihr könnt ja so gesehen eigentlich gar nicht hochgeheilt werden. Von dem her finde ich es ein bisschen unlogisch, aber ich mache auch immer das Gleiche. Ach, das ist mein Mate? Scheiße. Habe ich jetzt nicht gesehen. Meine Trollbots haben es gewonnen! Wir werden gewinnen! Wow, ich springe hier schon regelrecht auf den Spawn. Jetzt muss irgendjemand zum Gegner-Spawn fahren. Muss hier ein bisschen diffusen. Ah, da ist noch Gegner. Aber Leute, so gesehen, in den Shop kann man ja eigentlich auch jeden Müll reinstellen. Ey! Oh, da war ich ein bisschen schnell unterwegs, Freunde. Ach komm, wir werden es verlieren, weil keiner hier stört. Mein Mate war die ganze Zeit hier hinten gestanden, ne? Okay, Freunde, das war's auf jeden Fall. Das werden wir nicht mehr schaffen. Gottes Willen, Leute, der hat ein beschissenes Handling. Kein Wunder, dass der so schlecht geratet worden ist. Es ist wirklich unglaublich schwer. Aber das werden wir jetzt probieren, den ein bisschen auszubessern vielleicht. Hoffe ich zumindest. Was haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen... 8000. Nein, wir haben gewonnen. Wir 12.000. Okay, oder 277. Awesome. Okay, Leute, wir gehen den Robot editen. Es hieß doch immer Bilder-Robot. Wir haben hier lenkbar, nicht lenkbar. Wenn wir die jetzt ein bisschen nach vorne kriegen würden, dann müssen wir aber hier... Okay, das wird man nicht hinbekommen. Der hat so ein beschissenes Handling. Wie könnte ich das jetzt ein Happen besser machen? Ich hätte vielleicht eine Idee. Scheiße, Freunde, das wird nicht funktionieren. Doch, das würde vielleicht klappen. Ein bisschen breiter machen. Ah, jetzt hätte ich natürlich auch im Spiegelmodus bauen können. Ey, was stört jetzt hier? Diese drei. Eins, zwei, drei. Ey, voilà. Jetzt sind wir ein bisschen breiter. Ich hoffe, das sollte dann vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren. Wir können eigentlich auch ein paar Räder vielleicht noch wegmachen. Nur ob das so sinnvoll ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Können wir nicht ein paar Schilder noch draufknallen? Oder höhere Tierwaffen?
Wir müssen in den Shop. Leute, hier ist alles anders. Das ist hier wirklich eine Katastrophe. Hardware, was haben wir denn drauf? Wir können vielleicht T2. Wo sind T2 Top Mounted? Hier. Haben wir T2 drauf oder T2? Oh mein Gott, Leute, ich habe es endlich gebacken bekommen, hier mal T2 oder T1 drauf zu schreiben oder so. Das finde ich ja wirklich amazing. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon hier ist. Wir nehmen einfach mal 10 Stück. Kaufen die und tauschen die vielleicht mal eben aus. Vielleicht die hier. Gibt es einen Archenboost ins nächste Tier? Oh! Vielleicht die hier noch. Und die hier noch. Die halten ein bisschen aus. Und die hier. Und die hier. Jetzt haben sie bestimmt alle schon orangen Steine, könnte ich mir vorstellen. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach alles, gell? Okay, nee, dann werden wir so ins Battle gehen. Leute, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu... Es ist immer schwer abzuwägen, ab man, in welchem Tier das man jetzt ist. Man muss es immer vom Robo-Ranking machen. Und da verändert sich halt ja so extrem viel von den Zahlen her. Ich nehme eine Waffe weg und da habe ich schon... oh, das war jetzt Panne. Was mache ich denn hier? So, da muss es. Okay, Leute, wir probieren es einfach mal. Wir gehen mit F und gehen nochmal ein Team-Deathmatch und probieren es nochmal. Ich hoffe, dass das jetzt vom Handling ein bisschen besser ist, weil er eben die Räder ein bisschen weit auseinander hat. Und nur ein, beziehungsweise einen Satz oder ein. Leute, was ist denn zurzeit los? Wir sind echt nur auf Spitzer, damn. Okay, ich gebe mir natürlich Mühe. Ich hoffe, das funktioniert. Was haben denn meine Mates hier? Mates? Okay, die haben grüne und braune Steine. Das heißt, ich denke, ich bin noch relativ gut im Tier. Und ich hoffe, dass ich Robocraft oder Freecham dazu drängen lässt, das wieder dieses Tier einzuführen. Das war wesentlich einfacher. Die ersten Flugzeuge, die nicht fliegen können mit Rädern. Ach, sieht der trollig aus, Freunde. Wundervoll. Okay, ich hoffe, die... Oh, er lässt sich... Er ist jetzt nicht mehr so hardcore störrisch beim Lenken oder so hardcore extrem. Sondern er lässt sich ja schon fast handeln wie ein normaler Bot hier. Okay, Freunde, ich muss jetzt hier kurz fokussieren. Wir müssen hier über die Brücke. Da können wir uns vielleicht kurz einen Überblick verschaffen. Leute, wer spielt denn von euch World of Tanks oder World of Warships oder sowas? Also zurzeit einer meiner Lieblingsgames, muss ich sagen. Free to play übrigens. Kann ich, wenn ihr wollt, mal eine Videobeschreibung verlinken. Als Robocrafter, sag ich mal, ist das ja schon fast ein Muss hier. Wow, hey, hey, hey! Leute, den snacken wir. Den snacken wir! Yes, der baut noch mit Gläser. Es war nicht... Ey! Wer hat den hier... Haben wir schon... Hey, wo bin ich jetzt dagegen gefahren? Haben wir schon tatsächlich Fliegeräte und so? Leute, aber die Flyer sind, glaube ich, mehr schlecht als recht. Wow, hey, hey, hey! Ich treffe dich noch! Irgendeinem Spray muss doch hin! Ach komm, jetzt wurde ich echt noch getroffen von irgendwas. Von dem hier! Sehr schön! Nein! SMG Hover spotted. Leute, ich kann nichts mehr machen. Ich kann leider nicht mehr fahren. Den Propeller runter, den Propeller runter, mal mit dem Propeller! Out of control! Leute, lasst euch nicht einschüchtern! Oh oh. Wow, Leute, der hat jetzt wirklich abgestaubt. Der hat jetzt richtig gutes Game gemacht. Der hat jetzt 5 Kills gemacht mit seinem Bot. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Allerdings hat er auch hier schon größere SMGs, glaube ich, drauf. Und Caterpillar Tracks. Und wir werden das Game schon wieder verlieren. Oh mein Gott, Leute. Was mache ich denn bloß falsch die ganze Zeit?
Ja, okay. Leute, ich glaube, wir können zurück. Darf ich zurück? Ja, natürlich darf ich. Nur wenn man aus einem Battle Mode raged, glaube ich, bekommt man die Sperre. Und die ist nur 30 Sekunden, glaube ich, immer noch. Ich weiß nicht, ob sich seitdem irgendwas geändert hat. Und wir haben gewonnen. Jetzt will ich nochmal schätzen, Freunde. Wir haben verloren, also bekommen wir 196 Punkte. 403, wie kann das sein? Bestimmt, weil wir in ein höheres Tier gekommen sind. Ich überlege jetzt gerade, wir könnten jetzt nochmal editieren. Wir könnten jetzt mal schauen, was wir hier haben. Irgendwas High-Tier-mäßiges. Nee, wir müssten hier hin. Wenn die schon T3-Kanonen habt, dann könnte ich eigentlich rein theoretisch auch T3 draufbauen. Aber ich glaube, die sind von der Größe schon ein bisschen anders. Dann bauen wir da einfach mal die drauf. Ich weiß jetzt nicht, aber... Leute, ich baue mich von einem Tier ins nächste rein, aber es muss ja irgendwann ein bisschen besser werden. Okay, die sind schon ein bisschen größer. So, wenn wir die noch haben nach hinten bauen, würden wir die nach vorne bekommen. Sehr schön. Und dann wären wir schon bei 4000. Und wir könnten noch was probieren. Nämlich, was hatten wir jetzt? Tier 3, glaube ich, waren das jetzt, oder? Tier 3 oder MK3. Dann bauen wir jetzt einfach noch von diesen Front Mounted noch 4 Stück hin. Ich hoffe, das funktioniert. Moment, Cube Depot. Wo sind sie denn hier? Die sind hier. Sehr schön. Dann bauen wir hier dieses Steinchen weg und dieses und dieses und dieses und dieses und dieses. Bauen die hier drauf. Oh! Oh, Leute, ich glaube, das wird nicht sehr stabil. Aber wir können einfach nur mal aufs Beste hoffen. Und wir könnten vielleicht... Achso, die müssten dann hier hin. Scheiße, das wird gar nicht funktionieren, Freunde. Wobei... Nee, okay, Leute, wir werden es einfach wieder so belassen, glaube ich. Ups. Et voilà. Sehr schön. Leute, wir gehen nochmal in den Battle. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser funktioniert. Wir gehen jetzt Team Deathmatch. Wenn wir zu hoch sind vom Tier, dann werden wir das daran merken, dass wir auf einmal in Battle Mode können. Et voilà, Friends. Und da sind wir auch schon im Game. Das hat... Oh! Leute, wir haben schon Rails. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwer. Oder schwieriger, sagen wir so. Oh, scheiße, Leute. Wir haben schon Hardcore-Schilder jetzt hier. Naja, okay, so trollig sind die jetzt auch nicht. Die haben schon orangen Steine, Freunde. Und ich fahre mir noch mit den... Was ist das? Das braun? Das ist Tier 2, glaube ich. Oder Tier 1 in weiß. Tier 2 ist, glaube ich, braun. Die grünen sind Tier 3. Und die orangen Tier 4, glaube ich. Wir probieren es einfach mal. Oh, sie klingen aber immer noch so witzig. Piu, 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 piu. Das hätte ja eher zum Fischi gepasst. Oh, das ist ein Stein. Hier hinten haben wir was. Es kommt von den Leuten, wenn sie so vorpushen. Genauso wie es ich immer mache. Hier oben hat man was. Ich muss mal aufpassen ein bisschen. Hey! Wer hat mich denn jetzt hier angeschossen? Ey, früher war das hier immer so, ja, ich sag mal, das Mekka der Robocraftler hier, dieser Tunnel. Leute, schaffen wir die Rail hier alleine? Sollten eigentlich. Haben die eine Medic? Nicht blocken! Nein! Oh, scheiße! 1, 2, 3, 4. Gut, es waren dann ein bisschen doch zu viele. Ey, der kommt ja auch gar nicht verkehrt hier mit den ganzen Gläsern hier. Ach du Kacke, Freunde. Und wenn ich jetzt dachte, mein Bot ist schlechter... Okay, ich will aber gar nicht... Oh je, oh je. Er steht hier einfach rum mit einer SMG. Ne, okay, er ist ein bisschen angehittet. Mate! Okay. Freunde, ich hätte mal gesagt, das war's auf jeden Fall von dieser Folge Robocraft. Dann bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut, Leute, euer Wolfenbully. Bye, bye.